Hallo Freunde, den Hauptteil unseres Filmprojektes Der Rote Schuh haben wir in der Bar Portuario in La Boca gedreht. Dort findet regelmäßig die Milonga La Bulanguera statt. Die Bar befindet sich in dem Teil von La Boca, vor dem gewarnt wird. Dort sollte man nicht unbedingt alleine hin und schon gar nicht in der Nacht. Die Bar hat eine große Werbung auf Instagram gemacht und auch darauf hingewiesen, dass wir an diesem Abend einen Film drehen werden. Wie schon zur Generalprobe sind wir mit dem Taxi dahin gefahren. Wir waren sehr früh da, so gegen 17 Uhr. Da war es natürlich noch sehr leer, alles wurde gerade vorbereitet und wir hatten jede Menge Zeit, noch ein bisschen zu üben und die Einstellungen zu proben. Und wir machten schon die Aufnahme, die ich für den Übergang vom Strand zur Milonga brauchte. Währenddessen wurden in der Küche in die Empanadas und andere Leckereien vorbereitet. Eine der besonderen Herausforderungen war das Licht. Wir hatten keine Möglichkeit, die jeweiligen Szenen einzeln auszuleuchten. Bevor die Bar aber voll wurde, konnten wir immer störende Lichter ausschalten und andere aktivieren. Pablo und Lilly tanzten sich all dieweil schon mal warm. Während die ersten Gäste eintrudelten, war immer noch Gelegenheit, ein paar Regieanweisungen zu geben und einzelne Shots auszuprobieren. In diese Bar kamen kaum Touristen, wie in den anderen Tango-Sälen, an denen wir getanzt hatten. Wir haben zwar ein paar Tänzer und Tänzerinnen schon woanders gesehen, wo auch viele internationale Besucher waren. Hier trafen sich aber mehr die einheimischen Tangeros und Tangeras. Und anders als in den anderen Milongas war es nicht überfüllt, woanders war es also immer super, super voll. Jetzt war es an der Zeit, die wichtigen Szenen für den Film zu drehen. Wir haben die Aufnahmen mit zwei Kameras gemacht. Die FX3 aus der Cinemaline-Serie von Sony hatte ich auf meinem Ronin-Gimbal. Mike hat mit der Sony A7 R4 auch in S-Log 3 vom Stativ oder aus der Hand gefilmt. Das anwesende Publikum hat unglaublich viel Rücksicht auf uns genommen. Wir hatten überhaupt keine Probleme, unsere Aufnahmen zu machen. Ganz im Gegenteil, wurde ich immer mal wieder angesprochen und über das Projekt befragt. Ich konnte dazu natürlich nicht viel sagen. Ich habe kaum verstanden, was sie wollten. Der eine oder andere konnte Englisch, dann klappte das ganz gut. Ich muss noch Spanisch lernen, das ist ganz klar.
Auch vor der Bar gab es eine Bank und Tische und Stühle. Und auch dort wurde es mit der Zeit immer voller. Der Eingang sah sehr einladend aus. Liebe Freunde, wenn ihr mal nach Buenos Aires fahrt, kann ich euch diese Bar sehr empfehlen. Die haben leckere Snacks, die machen schöne Musik, es gibt Platz zum Tanzen, es ist dort nicht so voll wie in anderen Milongas und man trifft viele Einheimische. Also ein absoluter Tipp. Später am Abend stellte uns die verantwortliche Organisatorin noch einmal vor und es war sehr interessant, mit wie viel Freundlichkeit und Begeisterung wir da beklatscht wurden. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Der Herr in Weiß, der jetzt gleich durchs Bild läuft, war übrigens engagiert, aufzupassen, dass die Kameras nicht wegkamen. Ein Highlight später am Abend war noch ein kleines Tango-Duo, ein Sänger und ein Gitarrist. Den Sänger habe ich am Anfang zwar gehört, aber überhaupt nicht begriffen, wo der war. Der Sound, der Gesang kam von vorne, aber ich sah ihn nicht, der war nämlich hinter mir. Die waren von Amira extra engagiert, damit wir auch noch ein bisschen Live-Musik haben. Als wir fertig waren und ich die Kameras eingepackt hatte, stellte sich die Frage natürlich, wie kommen wir nach Hause, wie kommen wir wieder in die Straße Venezuela, wo wir wohnten. Wir hatten aber großes Glück und einer der anwesenden Tänzer bot sich an, uns nach Hause zu fahren. Und Lilly hat sich dann noch bei ihm bedankt, indem sie auf dem Bürgersteig vor unserer Unterkunft mit ihm getanzt hat zur Musik, die aus seinem Radio kam. Er war begeisterter Tango-Tänzer. Wir haben die ganze Zeit Musik in seinem Auto gehört. Und auch wenn wir uns kaum verständigen konnten, hatten wir doch eine schöne Autofahrt zu unserer Unterkunft. Und wir hatten das Gefühl, den Dreh abgeschlossen zu haben. Alle wichtigen Aufnahmen waren im Kasten. De mil que nos cruzamos, vas a estar en suerte.